shit, ey. Das ist echt ärgerlich. Ich muss gleich umändern. Diese Kameras, die hasse ich ja. Wie alles. Die Highlight-Kamera wollen wir aushaben. So. Sauber. So, erste Runde geschafft. Eine Runde gibt's danach noch. Naja, er sagt es schon. Er nimmt mir die Worte aus dem Mund, beziehungsweise eigentlich ja umgedreht ich ihm. Ich habe ja vorher gesagt. Aber ja, verlass mich mal zurückfallen. Halt mir den Rücken frei. Ja, dann fahr wieder weg. Ja, dann fahr doch nicht gegen die Wand, du bist doch ein Idiot. Also ne, was die Menschen alle so machen, ist doch voll bescheuert, ne? Glaub's ja kaum. Hier will ich die schöne Abkürzung alle nehmen. Wie gesagt, wird das Spiel schon einige Male durchgespielt, zu 100%. Und ja, da gibt es halt schon so einige Abkürzungen, die ich eigentlich kenne halt. Zumal ich jetzt ja auch in letzter Zeit recht häufig Need for Speed World gespielt habe. Und das ist auch lustig, da gibt es auch wieder genau die Strecke hier als ein Event. Man hat ja bei World so verschiedene Wagenklassen von E bis S Rang. Und das ist glaube ich ein C-Klasse Event, wo halt nur Autos mit in diesem C-Bereich da mitmachen können. Und das ist genau diese Strecke hier. Boah, ey, jetzt geh doch mal bitte weg. Ja, jetzt mach ihn fertig. Ich will meinen ersten Platz behalten. Die Abkürzung davon nehme ich jetzt nicht. Mann, diese... Ja, gut, dass der bremst. Perfekt. Ja, dann nimm dir Zeit. So, hier war. War doch recht knapp noch, weil ich da voll gegen das Auto gegen gebrettert bin. Aber es geht. So, neu freigeschaltet. Flammenvinyl. Mit S. Und das Territorium gehört jetzt uns. Getriebe, Stufe 1 Straßenpaket, jawohl. Jetzt gucken wir mal. Das Rennen machen wir wohl auch gleich. Territoriumkontrolle, Mann. Das schalten wir hier frei. Ford Mustang GT, nein, den will ich nicht. Also, naja, brauche ich nicht. Motor, Stufe 1 Straßenpaket. Ne, ich will nicht mehr nur Straßenpaket, ich will die besseren Sachen. Getriebe, Stufe 1 Profi-Paket. Das hört sich schon besser an. Dann gucken wir danach mal. Motor Stufe 1 Profi-Paket. Die beiden Territorien müssen wir demnächst mal einnehmen. Haben wir leider noch keine Rennen. Nehmen wir jetzt auch den Autohändler gerade. Einnehmen erstmal noch das hier. Und damit wir auch wirklich dann gleich in jedem Bereich alle Rennen abgeklappert haben. Ja, Kontrollpunkte. Halt, ist wie Mautstellen. Jetzt wird es anfangs noch ein bisschen knapp sein, weil ich ja noch gar keinen Boost und ähnliches habe. Ja, beeil dich, ich weiß. Das war jetzt aber nicht zu vermeiden, weil ich meine, ich habe schon voll auf die Tube gedrückt, schneller hätte ich wirklich nicht werden können. Boah, ich muss gleich niesen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht niesen. Er hängt noch in der Nase fest, es kribbelt noch. Ist jetzt gar nicht so angenehm. Boah. Und das lenkt mich hier so ein bisschen ab. Ist nicht so schön. Aber noch komme ich ganz gut durch, schätze ich. Geht noch, ja. Kann man noch mit leben. Kontrollpunkt 3 von 6 war das gerade. Oh, sorry, Junge. Wollte ich nicht. Also, nicht vorsätzlich. Das war halt nur so spannend. Jetzt fahre ich noch rein, ne? Nein. Sowas hätte man niemals machen. Damit könnte man Menschen machen. Genau. Aber egal, so, jetzt hier. Ja, Speedblock, ich weiß nicht, vergessen, dass ich den habe. So schnell kann das gehen. Ich muss sagen, beim Speedbreaker verschwimmt ja die Umgebung gerade ziemlich heftig. Es war ja bei Ausbundet eher genau andersrum, dass es beim Rennen an sich voll verschwommen war. Na gut, hier fängt es auch schon an. Ich bin auch noch nicht so schnell, das ist klar. Beim Speedbreaker dann klar. Und hier wird es ja auch noch verschwommen. Ein paar Schwommener. Ja, beim Speedbreaker. Also, davon auch schon das Ziel. Ja, und bis halt auf den ersten Treffen durchgekommen. Hat geklappert. Geld gesammelt. Ja. Neue Frage geschaltet. Motorhaube Paket 1. Schön. So, jetzt gucken wir mal. Was nehmen wir denn hier? Was hat scheinbar frei? Felgen. Oh, Radarfalle ist glaube ich noch nicht so geil.
Stufe 1. Schwarz markiert, ja, ist egal. Sprint. Metallic Luck. Ah, nicht verkauft, nicht verkauft. Machen wir erstmal den Rundkurs da. Machen wir das einfach mal. Boah, ich nehme schon wieder über eine halbe Stunde auf. Hätte ich wieder gar nicht gedacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich muss sagen, bisher läuft das Spiel flüssiger als Most Wanted. Obwohl ich eigentlich bei der Grafik so alles auf das Maximalste gestellt habe. Was ich so gefunden habe. Das weiß ich nicht, aber ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Ja, mache Eier. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich sowieso noch nicht so der Burner hier in meinem Wägelchen, dass ich jetzt zum Beispiel wie bei Most Wanted am Anfang gleich, also, naja, war ich ja, also jetzt mit dem letzten Wagen am Anfang des Rennens gleich mich nach vorne setzen kann, das geht hier natürlich nicht. Vor allem nicht, wenn ich kein Nitro habe. Ja, ich passe ja schon auf und jetzt mache ich ihn fertig. Ja, dann Feuer. Weil hier die Leiste geht schon lange wieder leer, Mensch. Schlecht aus. Ja, eine Sekunde kriegen. Jawohl, so ist schön. Ja, ich bin ja schon fast auf Höchstgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, also ich finde eigentlich bei Autos ist, also bei Autorennspielen, ist die Beschleunigung das Wichtigste. Ich meine natürlich eine gewisse Höchstgeschwindigkeit sollte auch schon vorgegeben sein. Mit dem Handling bin ich in letzter Zeit eigentlich eher passiv gewesen, also habe ich zurückgehalten bei Speedbreaker und so, vor allem bei Carbon war das so, glaube ich, nicht recht im Sinne. Na voll, klappt mal vor. Auf jeden Fall fand ich Beschleunigung immer am wichtigsten, vor allem dann bei dem Bossrennen, da gibt es halt eine extra Kategorie für, da ist die Beschleunigung extrem wichtig, finde ich, weil das meistens echt verwinkelte Strecken sind. Handling wäre da wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil das sonst echt böse sein kann. Ja, geh mir wieder zurück, ich will dich nicht bei mir haben. Aber Handling ist halt bei mir doch recht zurückgestellt. Also Beschleunigung ist das Wichtigste. Höchstgeschwindigkeit muss jetzt nicht so der Burner sein. Das, naja gut, es gibt ja schon einige recht gerade Strecken, lange gerade Strecken, aber trotzdem war es jetzt nicht so extrem wichtig. Ja, hoffe ich doch. Aber ich lasse jetzt noch ein bisschen deine Leiste auffüllen. Dann nutzt erwischt die Typen ja gar nicht mehr. Aber sieht man schon am Anfang, wir rennen wohl noch relativ leicht, weil ich meine, ich habe gerade schon recht guten Vorsprung dafür, dass ich halt noch einen kompletten Standardwagen habe. Kann natürlich sein, dass die von den anderen jetzt auch nicht getuned sind. Aber weiß ich nicht. Was ich auch hier ganz cool finde, man kann ja die Autos von den Kugelfliegern tunen. Hat glaube ich nicht so wirklich den Mega-Effekt-Penner. Aber egal. Ja, jetzt gehen wir zurück. Für Platz hier vorne. Hat wahrscheinlich nicht so den Mega-Effekt, aber egal. Und das ist halt, habe ich früher gleich mal gemacht, als ich kein Geld hatte, habe ich einfach aus Frust die Wagen der Krümelknieder getunt. Weil das da nichts kostet, das ist ganz lustig. Kann man sich ein bisschen austoben. Und soweit ich das noch weiß, ja, gehen wir wieder zurück. Ist ja nur kurz, aber egal. Soweit ich das noch weiß, war das auch so, dass die alle Änderungen sowieso zurückgesetzt werden. Also falls man irgendwie übel Auto baut, was scheiße aussieht, kann man glaube ich immer wieder zurücksetzen. Weil, oder wird das immer wieder zurückgesetzt, wenn man eine neue Stufe erreicht, also freischaltet von den Wagen her, sind ja Stufe 1 bis 3, ich bin ja noch beim Stufe 1 Wagen, ja, wäre auch anders, kaum anders zu erwarten, weil Anfang des Spiels war, aber egal, und ich glaube halt, da wird halt immer wieder dieses Standard-Modus draufgepackt, wenn es eine neue, also einen neuen Wagen für die gibt. Na, du hast die. Was ich mir auch überlegt habe, ich werde ja wahrscheinlich mehr als einen Wagen haben, letztendlich. Und das habe ich es öfter mal so gemacht, dass ich dann alle Wagen mit dem gleichen Vinyl und alles komplett gleich getunt habe. Damit das halt wirklich so für mein Gebiet steht. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das vielleicht wieder so mache. Mal gucken. Aber erstmal hier hier. Kompressor, Stufe 1, Straßen, ja, nur Straßenpaket, schade. Jetzt hat irgendjemand anderes da hinten was erobert. Ja, Bushido hat das wieder zurückerobert. Bushido ist das von Kenji. Das ist alles grün bei dem. Bei Wolf hinten, bei TFK oder wie die heißen, auch noch nicht ganz. Ah, es kommt schon wieder eine Zwischensequenz, wa? Könnte fast sein. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das fand ich früher immer so lächerlich.
doch nicht sein. Du hältst dich wohl für einen umwerfenden Typen. Ja, ein bisschen. Fahr weiter durch mein Gebiet und ich mach dich und deinen Ruf kaputt. Genau, das fand ich immer so geil. Dann mach ich dich und deinen Ruf kaputt, ey. Und ich mach sie so geil kindisch an ihr. Nein, ich will ja nicht, aber ich kaputt, ey. Ja, kann man machen. So, dann nehmen wir erstmal hier noch die Rennen. Die Radarfalle wird recht knifflig, schätze ich mal. Aber wenn ich jetzt dieses eine Gebiet angefangen habe, dann werde ich es auch doch zu Ende machen. Ich schalte das durch. So, mal gucken. Wenn nicht, wird Neppel das für mich regeln mit den Radarfallen. Das würde schon gehen. Also bei sowas, da guck ich meistens mit den Crewmitgliedern, falls ich mal selber irgendwie durch irgendwelche mysteriösen Umstände nicht so gut sein sollte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ich und schlecht. Ja. Nein. Das ist ja schon klar, aber... Ja, vor allem jetzt kann ich ja noch nicht so... Ja, seht ihr, Neville hat schon wieder eine höhere Geschwindigkeit. Aber sonst wäre ich halt auch Beste. Ja, bei sowas ist halt auch die Beschleunigung nicht so verkehrt. Aber Neville regelt das schon für mich. Der tut das schon. Ja, so läuft der Tut. Deshalb würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt einsetzen. Außer, na gut, außer ich krieg den Typen wirklich da vorne gar nicht. Penner, ey. Da vorne gar nicht mehr. Also dass er dann wirklich zu weit weg ist. Also dass ich halt auch im Ziel verlieren würde. Ja, die Straße gehört. Bald gehört mir alles hier. Weil ich dann meine Crew ja auch Penner aufräume. Na gut, das hat Neville zum Glück noch geregelt. Ich ja nicht mehr, weil ich vorhin ins Auto bin. Ja, jetzt sack ich langsam ab, aber ey, der Typ kann jetzt nicht schon wieder so abziehen. Das geht doch nicht. Ich meine, ja, weiß nicht. Es war halt dieser scheiß Passant, der mich so runtergezogen hat, so derbst. Jetzt bin ich erstmal wieder, na, nicht mehr Zweiter. Aber es sollte ja eigentlich auch passen, wenn ich jetzt das erste Ziel hier komme. Weil davon Neville noch nicht zu viel abgezogen wird. Aber ich hab noch gewonnen. Dank Neville. Also, ein Schritt weiter in Richtung Rom. Ja, dank dir, Neville. Aller Anfang ist schwer. Gewonnene Prämienkarten, schön. Fahrwerk Stufe 1, Straßen. Ja, Straßenpaket. Das Ding haben wir auch freigeschaltet. Eingenommen so rum. Motor Stufe 1, Straßenpaket. Ja, das ist erstmal egal. Was kommt denn jetzt schon wieder? Niki, ah. Hast du mich vermisst? Darius fragt sich, was ihr hier so macht. Neville, warum holst du mir nichts zu trinken, hm? Klar, was denn? Soda oder sowas? Bring eine kleine Auswahl. Okay. Ja, zwinker, zwinker. Du hast hier ziemlich aufgeräumt. Ja, natürlich, ich brauche Platz für mein Auto. Du wirbelst ja mächtig Staub auf. Aber mich kannst du nicht bluffen. Ich werde schon herausfinden, warum du noch in der Stadt bist. Doch, ich bin ja zum ersten Mal. Das da ist Selmus Teller. Hi. Niki hat gesagt, dass du unbedingt einen neuen für dein Team brauchst. Naja, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin ein großer Fan. Ich habe all deine Rennen gesehen. Wenn das so ist, geil, dann mache ich eine Fliege. Tja, seit du weg bist, hat sich einiges verändert, verstehst du? Da draußen sind viele Spinner, weißt du? Ohne Respekt. Ich kenne jede Nebenstraße. Ich bin hier aufgewachsen. Ich beherrsche alle Tuning-Tricks. Ich habe praktisch alle Teile gebaut, die du hier siehst und, Okidoki, hier ist Cola und Wasser. Wo ist sie hin? Tja. Ich komme auch mit dem klar. Ja, wenn du von den Getränken geben lässt, natürlich. Das verstehe ich. Jetzt haben wir noch ein Crew-Video. Er ist ein Scout. Hat er schon gesagt, er kennt hier alle Nebenstraßen. Und ich kann halt jetzt Karosserie-Tuning und sowas machen. Und ich kann jetzt halt quasi drei Crewmitglieder letztendlich rekrutieren. Die anderen werden halt, sind halt inaktiv, schwören nur so durch die Gegend. Und jetzt die drei, die ich dann hier rekrutiert habe, von denen habe ich auch die Rennboni und so. Und die Karriereboni. Und hier bei dem haben wir jetzt den Autosculpt, Motorraum und Dachspoiler. Und den werde ich jetzt erstmal als aktiv festlegen. Schon bin ich wieder im Spiel. Aber